Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier mit Freya. Ich gebe mal die beiden Quests ab. Ich glaube, dann kommen nämlich ein paar Sachen aus meinem Inventar raus. Und ja, Steinmarken. Habt ihr die abgenutzten Steinmarken, Freya? Der Magus kann es kaum erwarten, ihren Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Diese eignen sich wunderbar. Obwohl es scheint, als sei ihre Magie verblasst, ist es wohl am besten, wenn der Magus seine ersten Experimente an solch trägen Exemplare wie diesen hier durchführt. Ich danke euch, Freya. Bitte gern gestehen. Armschienen der Bindung. Aha, der Magus wird die Steinmarken, die ihr gesammelt habt, einige Zeit lang intensiv untersuchen. Aber ich weiß, dass er später mit Bestimmtheit auch Exemplare ihrer Gegenstücke haben will. Armschienen der Bindung. Diese befinden sich an den Handgelenken der echten Elementaren und binden sie in die Dienste der Magier. Macht Jagd auf Elementare in den Ruinen von Dalaran und sammelt ihre Armschienen der Erdbindung. Und der Magus wird sehr erfreut sein. Okay, dann müssen wir also nochmal da hinten hin. Hallo. Patrouillen von Dalaran. Sehr gut. Diese Ruinen sollten jetzt sicher genug für eine solche sein. Vorausgesetzt, man ist vorsichtig. Ich danke euch, Freya. Fürchtet die Lieben. Aha, hier kriege ich keine Folgequest. Okay. Ja, das heißt, ich renne jetzt entweder da oben noch hin. Hä, wieso muss ich da drüben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wurscht, okay. Wir gehen einfach mal wieder da hinten hin. Schau, mein Seelenstein, der ist schon bald abgelaufen. Sinnvorkommen. Ja, Katze, du bist so süß. Du bist so süß und du willst sicher wieder nur was zum Essen haben. Oh, warte mal, war das gerade eine Blume? Nee, ich habe mir das gerade nur eingebildet. Aber ja, wundert mich auch nicht, wenn die Katze ständig links, rechts, links, rechts, links, rechts und das direkt vom Bildschirm rumrennt, gell? So. Ich gehorche. Jetzt habe ich Aqua noch gezogen. Und wegen dem habe ich das jetzt eigentlich nicht kaputt gemacht. Scheiße. So, warte mal. Jetzt hauen wir uns erstmal den Seelenstein. Auferstehung wieder auf. Wie? So, dann müssen wir den hier kaputt machen. Heute wird wieder ein schönes Tagerl. Ein ganz schönes Tagerl. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich ursprünglich machen. Seelensplitter gleichzeitig wieder einsammeln. Thank you.
So soll es sein. Ja, 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 ja. So, 4, 3, 2, 1. Wieso habe ich schon wieder Aggro? Mein Gott. So. Meine Seelensplitter sind wieder voll. Das war so der Hauptgrund, den ich eigentlich verfolgt hatte. Nein. So will ich das auch gar nicht. Lass mich in Ruhe. So, Katze, du liegst schon wieder mitten auf der Tastatur. Ja, das finde ich super. Ja, Gott, das ist wieder ganz toll. Hm. Oh, der Magdak hat auch bald kein Leben mehr, gell? Jetzt wäre es cool, wenn ich da irgendwie durchrennen könnte. Ohne irgendwas zu pullen, aber das wird, glaube ich, leichter gesagt als getan. Genau. So, den kann ich jetzt mal futtern auch. Alter Katze! Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, gell? Alter! Ja, jetzt weiß ich, warum er das macht. Oh, jetzt habe ich es ver... Danke, Katze. Jetzt habe ich nichts mehr zum Saufen. Wegen dir. So. Weißt du, das ist zwar richtig süß, wenn du da so liegst, gell? Aber das ist auch richtig nervig. Mhm. Ja, Akku kriege ich halt als Hexer ziemlich schnell. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen heftig, wenn man sich das mal so anschaut. Und dann kann ich machen, was ich will. Ich kriege voll schnell Akku. So, was ist das hier? Katkas Bart, oder wie? Katkas Schnurrbart. Okay, so heißt das nochmal. Ist ja doof. Uah! Kann ich gar nicht einsammeln. So weit bin ich doch nicht mit meinem Skill, oder? Wieso muss ich da drüben? Ah, Hammer, der Hammer kann fallen. Tatsächlich.
Okay. Wieso kriege ich in Terrence Middle eine Quest fürs Arathi-Hochland? Das finde ich schon irgendwie ein bisschen heftig. So, die grausliche Spinne soll mal Spinne bleiben. Genau, und von den Typen brauche ich jetzt. Von denen rennen eh so viele rum. Außer Reichweite. Ja, fuck. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das wird ein bisschen knapp hier. Das wird ein bisschen knappisch, ja. So. Tiefensteinsalz. Aha. Okay, Armstehen in der Erdbindung. So, jetzt bräuchte ich noch ein bisschen mehr zum Trinken. Und ich habe nichts mehr. Yay! Danke, Katze. Okay, dann müssen wir jetzt einfach noch essen. Essen, 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 essen. Katze, 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 Katze. Ja, Katze. Lehn dich rein, lehn dich rein, lehn dich rein, lehn dich rein. Das ist der einzige Vorteil, glaube ich, am Hexer. Dass der Aderlass machen kann. Jo, Katze, alles gut, alles gut. Das ist zu weit entfernt. So, Katze, ich muss hier ein bisschen gucken. Ah, da ist ja auch noch einer. Mhm. Ah, okay. Das hätte ich noch einen Seelensplitter machen können, gell? Mhm. So, dann machen wir das halt so. Okay, das wäre da vorne auch noch. Aber ich muss sagen, hier ist gerade ein guter Spawnpunkt oder so, oder? Es waren hier dann doch einige Elementare jetzt. Und schauen wir mal ein bisschen weiter rüber. Okay. Ich bin auch.
außer Reichweite. Okay, das will nicht. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Was mit dem da hinten? Ich bin außer Reichweite. So, mein Magga ist nämlich auch fast kaputt. Finde ich gar nicht toll. So. Was wollte ich jetzt machen? Das hier wollte ich holen. Aha. Oh, die kann ich öffnen. Ernsthaft? Ich muss näher ran. Nein! Okay. Oh wow. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Die macht so viel Schaden. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wow. Ja, ist klar. Warte mal, wir haben einen Seelenstein, gell? Hm. Als hätte ich fast wieder Geist freimassen lassen machen können. Aha. Okay. So. Jetzt muss ich nur noch mal darüber. Tap, tap, tap. Ja, Katze, spring nur auf. Ich habe deine ganzen Haare in der Fresse. Bah. So. Gefällt mir nicht. So, ist mir herzlich scheißegal, ob der dir gefällt oder nicht. Ist klar. Mann, jetzt habe ich da noch so eine Scheiße an der Backe. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Oh, warte. Ich will nicht sterben. So, habe ich jetzt genug Entfernung? Ich glaube nämlich, dass ich es etwas übertrieben habe jetzt. Alter, wieso hauen die so derbe rein? Das ist ja echt nicht mehr normal. Ja, ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen schneller geht mit den Bindungen. Mit diesen Armschienen. Aber scheinbar habe ich mich geirrt. So. Dieses hier brauchen wir. Ich kann erst in einer Viertelstunde wieder was draufsetzen. Kacke. So. Da muss ich was essen. Da muss ich hier gerade mal gucken. Wollstoffverband. 9 könnte ich wieder herstellen. Oh, 7 habe ich noch in der Tasche. Hm.
Ja, was denn? Katze. So, dann mache ich die mal eben. Katze, was ist denn? Wieso schmierst du schon wieder so rum? Kannst du nicht irgendwo liegen bleiben? Hm? Geht das nicht? So. Wir haben hier einige Elementare. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Jetzt muss ich dann nämlich aufpassen, dass ich hier... Achso, warte mal, ich habe meine Rüstung gar nicht mehr drauf. Och, Katze. So, Erdbindung. So, genau. Bitte geh, danke. Dann muss ich den mal hier... Warte mal, wieso ging das denn jetzt nicht? So, jetzt muss ich mich mal verbinden. Ja, und ich krieg Akku. Wie geil ist das denn? Komm schon, komm schon. Jawohl. Wenigstens habe ich jetzt den zweiten 10 Splitter von 4 noch bekommen. Habe ich jetzt eigentlich noch... Warte mal, ich habe hier jetzt Mana-Tränke. Witziges Muschelfleisch. Das kann ich eigentlich verkaufen, gell? Das bringt mir nämlich nichts. Hier habe ich ein paar Blumen. Okay. Okay. Wir werden uns hier mal ein bisschen... befuttern. Befuttern. Ich gehorche. Na toll. So, warte mal, bleib einfach da. Was? Okay, warte. Gehen. Okay, 4 von 4 habe ich jetzt schon. Nee, ja wurscht. Wir gehen trotzdem erstmal zurück. 10 Splitter kann ich ja eh einige holen, immer wieder mal. Das heißt, wir können jetzt... Wo können wir denn jetzt hin? Ich werde mich einfach mal hier bei den Murlocs probieren. Genau, das ist nämlich das Einzige, was ich noch brauche. 3 solche Augen. Und ich denke mal, das werde ich jetzt in der Folge mal schaffen. Hoffe ich. Mal gucken. Mal gucken, wie es so läuft, gell? So, in 10 Minuten kann ich mit dem wieder drauf fahren. Verbannen. Verbannung. Verrat. Und ob wir das Schwert dahin tun können, das ist halt eine andere Frage, gell? Weil die sind ja ganz auf Zack, diese Wachen. Ich hoffe, dass da auf dem Fleck nicht so viele Wachen sind. Das wäre optimal.
Genau, hier haben wir den Hof. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich mit einem Hexer hier gerade unterwegs war und dann einen Mage gesehen habe, der da keine Ahnung wie viele Leute pullt und die alle wegbombt mit Blizzard. Genau, Blizzard war's. Also da stand ich da echt da und denke mir so, WTF? Wieso stirbt er denn? Naja. Lange, lange Reise, Alter. Bist du deppert? Nein, so ein dämlicher Stein fehlt mir noch. Vor allem, das kann ich auch alles verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Na gut, da muss ich eigentlich gar nicht runter, gell? Nee. Ich glaube, ich gehe eher hier auf der Seite runter, weil sonst stürze ich runter. Dann bin ich eh schon wieder halb tot, wenn ich da unten ankomme. Ich verstehe nicht, warum die Buffs so weit oben sind. So. Gezeitenjäger. Wir nehmen einfach mal den hier. Marakla, aber ich glaube, die heilen sich ja. Mal gucken. Das lädt immer wieder auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, nee, sie laufen einfach nur weg. Ha, sie laufen einfach nur weg. So, da haben wir jetzt schon so ein Ding. Sehr schön, meinen letzten Stein habe ich auch. So, 58, 98, 97, 95. So, das müssen wir reichen. Jawohl. Das ist aber cool. Das ist richtig cool. Das ist auch cool. Stärke, Beweglichkeit, okay. Wenn ich dann solche Sachen noch bekomme, ist das auch super nice. So, warte mal. Einmal Adelas, einmal Vollessen, bitte. Soll es sein. Das lädt immer noch auf. So. Das lädt immer noch auf. Boah, es dachte ich schon, da kommt ein Murloc angerannt. Man weiß ja nie, gell? Also das läuft jetzt momentan gerade wieder richtig gut, solange ich übertreibe wahrscheinlich, weil wenn ich da jetzt einen hole, ist halt kacke, weil wenn ich jetzt mein Pet hinpulle, also hinschicke, dann pulle ich den mindestens dazu, wenn ich dann da drüben auch noch ein paar. Das ist kacke. Das ist kacke. Da genauso, wenn ich den dahin pulle, okay, wir pullen ihn dahin. Wie ihr wünscht. Ja, ich wünsche es so. Danke. Ja, was ist denn los, Katze?
dicke Muschel. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder würziges Muschelfleisch oder so, oder? Alter, ist das ätzend mit dir, Katze. Mein ganzes Gesicht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Katzenhaare im Auge habe. Boah, so. Da wäre eine Kiste. Wir lassen die Kiste. Wir lassen die Kiste Kiste sein. Ja, ich muss verzehren. Gerade ziemlich doof. Ich habe gerade mal ein Auge bekommen von dem, was ich benötige. Aber so läuft es gerade irgendwie richtig gut, muss ich sagen. Maria, das ist halt... Okay. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Etwas. Ah, warte mal. Scheiße, vor allem wenn ich mich vertue auch noch. Jawoll! Die Murloc-Armee, gell? Ist klar. Ist klar. Ich habe doch gesagt, das ist da hinten, das ist der reinste Tod, ist das. Der reinste Tod. Ich gebe dich nicht frei, tut mir leid. So, jetzt muss ich erstmal was essen. Okay, gegessen habe ich. Nee, ich muss mir die einfach die einzelnen raussuchen. Ich meine, 4 Plätze habe ich noch frei. Jetzt kann ich mir einen Seelenstein wieder draufhauen. Das werden wir auch gleich mal machen. So, du bist alleine. Das ist jetzt dein Todesurteil. Das ist dein Todesurteil. So, den haben wir gleich wieder retourniert. Sehr schön. Ein zweites von 3 noch benötigten Augen. Sehr schön. Dann werden wir hier ein bisschen futtern. Elixier der Pein. Ja, ja. Alter, ich hoffe, ich pull sonst nichts. Reicht noch irgendwas? Nö.
Okay. Dann kann ich ja hier anfangen. Okay, das war wieder nix. Dann hole ich dich, also dann greife ich dich mal eben schnell an, bevor du bei deiner Gruppe bist. Das wäre nämlich ganz schlecht. Das wäre ganz, ganz schlecht. Okay, und das ist auch ganz, ganz schlecht, was du da jetzt machst. Es kommt nämlich nichts raus dabei hier. Wie ihr wünscht. Ja, da haben wir schon einen zweiten, aber vielleicht geht es aus. Vielleicht geht es aus. So, die muss jetzt normalerweise erstmal hier hochkommen. Ich bin außer Reichweite. Ja, das war jetzt ein bisschen suboptimal. So. Genau. Da haben wir eh nix. Naja, du hast auch kein Auge, das ist doof. Das hat einen Nachteil. Es ist irgendwie nie oft was da, wo man halt. Ach Gott, okay, von denen gibt es natürlich wie Sand am Meer die Dinger. In die Richtung müsste ich ja sowieso. Aber trotzdem läuft es gerade nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. So, einmal verbunden. Einmal hier sowas geholt. Ah, da haben wir auch noch so eine Scheißmuschel. Okay, den pulle ich jetzt erstmal her. Ich muss näher ran. Näher ran. Toll. Das hast du ganz toll gemacht, Gezeitenjäger. Widerstehen. Es gibt kein Widerstehen hier. Haben wir uns verstanden? Mann, ist das ätzend. Du bist auch noch relativ alleine. Ja, so soll es sein. So, dann machen wir das mal so. Oh, genau, wir könnten dann wieder ein Ding machen. Achso, so. Einmal dürfte es sich jetzt heilen. Genau. Einmal durftest du dich jetzt heilen. So, dann mache ich mir nämlich den hier. Dann werde ich mich jetzt hier nochmal voll die Wampe voll hauen.
Ja, also, es dauert doch länger. Warte mal, jetzt brauche ich noch ein so ein behindertes Auge. Ein behindertes Auge. Die heilen. Das heißt, ich werde jetzt, verbannen kann ich nur Dämonen, gell? Oder? Was kann ich denn alles verbannen? Verbannt das feindliche Ziel und verhindert jegliche Aktion. Vielleicht kann ich doch mehr verbannen. So, dich gebe ich mal dahin. Und dich versuche ich mal zu verbannen. Ungültiges Ziel, scheiße. Dann werde ich dich jetzt einfach so machen. Und dann brauchen wir bitte von dir. Scheiße. Das läuft gerade nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. So, und zwar. Na toll. Das ist zu weit entfernt. So. Du hast jetzt hier meinen Makgak. Hahaha. Gerade ziemlich kacke, gell? So. Jetzt habe ich hier drei Murlocs. Der erste hat nichts drin, der zweite, den habe ich schon gelootet. Okay, der hatte glaube ich auch nichts und der hat mal auch nichts. Wie kacke ist das denn? So. Beschwören. Beschwören. Was wollt ihr von So. Dann möchte ich, dass du den Typen da angreifst, bitte. Dann machen wir hier noch flotti flotti weiter, gell? Okay, da hätten wir gleich zwei noch. Alter, okay, jetzt habe ich hier drei Plätze noch frei. Boah. Leicht ist aber was anderes, gell? Boah, das ist auch eine Elite-Quest. Scheiße. Scheiße. Aber ich wüsste schon, wie ich das machen kann. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich sterben werde. Aber es wäre eine Möglichkeit. So, jetzt werden wir dich mal kaputt machen. Und dann den zweiten. Okay, das war ein bisschen zu spät, aber macht nichts. Ah, oh, toll, dass ich diese scheiß Perle jetzt bekommen habe. Gott, das braucht doch kein Mensch, ey. So, du kriegst jetzt hier gerade ein bisschen Schaden und Aggro und so.
Was? Atmen. Alter Falter. Also wie gesagt, leicht ist was anderes, ja, oder schnell erledigt. So, wie sehen die eigentlich was, wenn da kein einziger hier irgendwie Augen rund abfallen lässt? Die können doch dann gar nichts sehen, oder? Wow, mein Mackgack braucht auch wieder ein bisschen Hilfe. So, du kriegst jetzt mal eine Bandage. Und ich werde mich hier mal ein bisschen recken. Ja, ich wünsche. Ey, bei mir ist vorher die Tasche noch mal voll, bevor ich das letzte Auge bekomme. Das ist ja ätzend. Wie die einfach wieder stehen, ey. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Gib dir das! Ich will nur noch so ein dummes Auge haben. Wieso geben die mir kein blödes Auge? Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Bin ich irgendwie falsch? Nee, es wird mir immer noch angezeigt. Ach Gott. Au! Okay. Ich bin außer Reichweite. Wie, jetzt habe ich schon wieder Aggro. Naja, wurscht. Das werden wir wohl schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Ist das ätzend? Schade, die gibt schon wieder kein Auge her. Boah, ist das nervig. So soll es sein. Jo, genau. Es ist noch ein zweiter da. Hm. Wie lächerlich ist das denn? Okay, der hat wenigstens so... Oh, ich habe mein letztes Auge bekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, jetzt werde ich mir das mal vollrecken. Dann werde ich dich hier mal eben heilen. Dann bräuchte ich vorsichtshalber noch
einer ein Ding, aber ich muss dich wahrscheinlich eh kaputt machen. Und dann werde ich mal schauen, ob mein Vorhaben funktioniert. Dass ich dann nämlich meinen Void-Opferer, meinen Mackgack opfere ich, um dann Humberts Schwert da irgendwie machen zu können. Ich muss verzehren. Wieso ist da schon wieder ein Respawn? Ist das ein Scheißdreck? So, dann nehmen wir halt nochmal so einen Trank. So. Futtern können wir noch nicht, aber wir können hier diesen schon mal herstellen. Genau. So, dann muss ich jetzt erstmal hier lang. Hal McAllister, Lindia Rayburn, Donald Rayburn, okay. Aha, jetzt bin ich hier. Okay, da ist eine Wache. Da gehe ich lieber nicht hoch. Ostrand. Okay, jetzt muss ich erstmal da nach oben. Vor allem hier muss ich dann aufpassen, weil die haben ja so eine hohe Range, nämlich. Das ist ja das Nächste. Wenn ich jetzt allerdings Mackgack vorher schon brauche, dass ich da überhaupt hinkomme, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein ziemliches Problem. Aber schau mal, wir haben hier. Oh, Blumen, 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 Blumen! Da, Blumen. Und hier Blumen. Alter, Mackgack, geh weg. Dass die Pets immer im Weg sein müssen. Ah, okay, hier habe ich dann. Okay, Helkulas Grab. Was haben wir denn hier alles? Vielleicht geht es auch ohne aus. Was war denn das jetzt für eine? Nein, das geht sich nicht ohne aus. Helkulas Grab brodelt von mystischer Energie. Fuck! Weiter beenden! Nein! Nein! Okay, warte mal, Seelenstein. Brodel vor Energie. Ein großer Krollen steigt vom Boden herauf. Oh, ich bin auferstanden. Aua! 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 Aua, 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 aua. Ich habe nichts getan! Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Irgendwie mit Sterben, aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay, Helkulas, sterblich höheres schreit. Ich bin auferstanden. Das weiß ich noch nicht. Muss ich da jetzt irgendwas. Gibt es jetzt eine neue Quest oder so? Gibt der mir eine neue Quest? Ich hoffe nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal noch wiederbeleben. Aber es hat ganz gut funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Es hat ganz gut funktioniert. Humbert-Schwert, okay. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen.
Ja, Humberts Schwert ist auch da hinten. Das ist ja so ein Elite-Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da hinten hintrauen soll. Ich meine, ich könnte es mal probieren, ne? Angeblich soll man das ja als Hexer schaffen. Wurde mir mal so erzählt. Wache von South Shore, ja. So. Die liebe Wache wird mich jetzt hoffentlich in Ruhe lassen. Ja. Okay, dann werde ich jetzt mal den Ruhestein verwenden. Oh, wir haben gleich ein Level Up. Wir haben gleich ein Level Up. Ist das nice? Ist das nice? Wir haben gleich ein Level Up. Na, da, 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 da. So, du Typi wolltest deine Bindungen haben, oder? Hallo Freier, Elementare sind eine schwere Beute, aber ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Habt ihr die Armschienen der Bindung? Ja. Ihr habt sie gefunden. Ich hoffe, dass die Elementare, von denen ihr diese Schienen habt, auch einverstanden waren. Es scheint, dass mit dem Tod nicht nur mein Herz aufhörte zu schlagen, auch mein komisches Talent ist dabei draufgegangen. Ich danke euch, Freier. Ihr habt dem Magus einen guten Dienst erwiesen und damit auch der dunklen Fürstin. Seid auf. Bam! Level 33, Level 33, Level 33. Schau mal, jetzt braucht es aber noch ein bisschen, bis es hier angezeigt wird, oder was? Also so ein bisschen buggy ist das trotzdem immer noch, ne? Hoffentlich ist das richtig. Elixier der Pein. Ja, das macht mir meine Tasche ein bisschen freier. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid, Freier. Ich habe mich hier entsetzlich gelangweilt. Hier gab es ja nichts Unterhaltsameres zu tun, als Umpi zu vergiften und krank zu machen und sie dann wieder zu beleben. Und das immer und immer und immer wieder. WTF? Hast du keine andere Beschäftigung? Wie war eure Reise nach Undercity? Hattet ihr ein bisschen Glück und konntet ein paar Menschen auf dem Weg dorthin umbringen? Ich weiß nicht. Die Aufregung dieses Experiments macht mich ganz schwummrig. Ihr wart so eine große Hilfe, Freier. Zusammen werden wir Krankheit und Tod in diesem Land verbreiten. Toll. Ausgezeichnet. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt nehmen soll. Was, das Lederding gibt mir weniger. Okay, dann nehme ich halt das Stoffding. Was, es geht immer noch weiter? Bist du deppert? Elixier der Pein. Das neue Elixier ist endlich bereit für einen Test. Aber warum soll ich eine vollkommene, höchst ansteckende Seuche an einem einfachen Frosch oder Hund verschwenden? Wir sollten uns in Lady Sylvanas Namen eine kleine Freude erlauben. Geht nach Dangarok. Ihr kennt doch die Kasernen, in denen diese widerlichen kleinen Zwerge umhersausen. Ihr stehlt ein Fläschchen schindiger Starkbier für mich. Sobald ich dieses Fässchen habe, können wir beide, ihr und ich, eine kleine Party feiern. Freier. Tschüss. Ah ja. Okay. Also die Quests sind jetzt grün. Hätte ich mir jetzt so nicht gedacht unbedingt, aber gut, ja, ist halt passiert. Jetzt werde ich mich noch reppen, damit ich für den nächsten Ausflug gewappnet bin. Das heißt, in der nächsten Folge oder das nächste Mal, sagen wir mal so, wenn ich wieder mit Freier online bin, werde ich dann auf alle Fälle hier nach hinten gehen. Oh, genau, und Taschen ausmisten. Ganz wichtig, Taschen ausmisten. Ganz wichtig, Taschen ausmisten. Kleine irisierende Perle. Ja, wir verkaufen das einfach mal so. Oh, die Taschen sind so frei. So frei, so frei, so frei. Das ist cool. Für die Horde. Alter, wir haben fast 4 Gold gemacht. Wie geil ist das denn? Na gut. Ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge dann
werde ich hier nach unten gehen, dann dieses Fässchen klauen und Humberts Schwert holen und dies und jenes machen. Und ja, bis dahin sage ich aber, oh genau, und hier zu den Ogern könnten wir dann auch schauen. Also ist wahrscheinlich zu viel verlangt schon alles, aber wurscht. Wir sehen uns auf alle Fälle in einer neuen Folge dann wieder und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.